So, hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play F-Zero X. Jetzt haben wir alle Cups auf... auf leicht gelöst. Und jetzt wollen wir auf normal spielen. Also ich möchte jetzt schon mehr Herausforderungen kriegen. Ihr auch? Da dürft ihr nun gespannt sein. Jawohl, wenn ihr einen Rückstoß kriegt, dann beschleunigt ihr. Also da gibt er euch automatisch einen Boost. Und ihr kennt ja die Strecke. Also ihr solltet auch Boost einsetzen, wenn ihr auf dem Energiefeld seid. Das ist auch ein Vorteil. Da macht ihr keinen Verlust an Energie. So, da könnt ihr immer hin und wieder Boost einsetzen, wenn kein Boostfeld gibt. Also da könnt ihr schon großzügig sein. So, die letzte Runde schon. Und wie ihr sehen könnt, ist es noch machbar. Zack. Zack. Wuhu. Aber in Real Life ist leider solche Geschwindigkeiten nicht erlaubt. Das sind diese Fahrer in eine andere Dimension. Oh, die Strecke passt sogar mit Highspeed. Also wie gesagt, diesmal rahme ich jetzt niemanden. Jetzt versuche ich auf faire Art und Weise zu gewinnen. Oh, ist das eine Stau. Also ich persönlich mag keine Staus, wie ihr schon in diesem Video sehen könnt. So, Energie tanken. Und nun wollen wir die Spiele beginnen. Zack. 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 Und... Ah, leider verfehlt. Ah, ist doch geil, so schnell unterwegs zu sein, oder? Aber die Konkurrenz machen wir doch nicht einfach, wie ich es mir dachte. So, jetzt einfach den Boost leer machen. Sand Ocean. So, ihr könnt auch über den Kopf fahren. Da kommt ihr wenig Kontakt. Also am Ausgang solltet ihr schon richtig rumfahren. Sonst landet ihr alle eben aus. Also notfalls muss ich da schon rammen, um da durchzukommen. Power.
Also hier könnt ihr Boost verschwenden. Seht ihr? Habt ihr das gesehen? Also wenn ihr einen kleinen Fehler macht, dann schwebt ihr irgendwo hin. Also irgendjemand holt mich schon ein. Okay. Und ich weiß nicht, ob diese Schwierigkeit gerade auch schneller gefahren wird. Und los! Also hier müsst ihr ja R drücken. Um eine solche braune Stelle zu vermeiden, es verlangsamt euch nämlich drastisch. Ja, im Moment sieht noch alles harmlos aus. Ja, natürlich. Also den habe ich jetzt nicht kaputt gemacht. Jawohl, gib mir Boost. Gib mir Boost. Na? Ja, beeil dich. So, die letzte Runde. Oh, jetzt kommt der geile Big Blue. Also hier habe ich schon alle die Boosters gefunden, die auf dieser Strecke gibt. Aber leider wurde ich von Gegnern gerammt. Das hat mir natürlich eine Geschwindigkeit gekostet. Aber kein Problem, die hole ich wieder ein. Okay, let's begin. Also hier, dann hier, dann war es hier einer, dann hier, dann hier, den ich leider verfehlt habe und das auch. LOL.
Und Abflug. Jo. Das war fatal, aber okay. Also, da wird jede Strecke genannt und jeweils mit sogar Untertitel, also was das Thema in dieser Strecke ist. Da steht jetzt High Jump. Also, das kann ich zustimmen. Weil jetzt kommt hier der High Jump. Wow, der düst aber ab. Mann, den darf ich bloß nicht aus den Augen verlieren. Bloß nicht. Mein lieber Scholli. Geben wir ein bisschen Vollgas. Zack. Also wenn ihr nach der Kurve so langsam seid, dann immer Boost verwenden. Also immer schön nach der Kurve Boost verwenden. Whoopie! Und wie ihr sehen könnt, da bin ich auch im Standard noch sehr zu gut für die Konkurrenz. Aber diesmal habe ich keinen umgerammt, was ihr doch beschwert haben solltet, dass ich zu unfair spiele. Könnte ja sein. Aber wie gesagt, Leute, wenn ihr diese Leute an die Bande rammt, das wird euch sehr viel helfen. Nur so könnt ihr auf höchste Schwierigkeitsgrad meistern. Also da müsst ihr schon ein richtig wahrer Experte sein. Oh, hier sind diesmal Fahrer abgebildet. Das war auch leicht, nämlich nicht. Oh, da steht sogar Text. Also er hat gesagt, seine Zeit ist noch nicht vorüber. Ja, da hat er auch recht. So, aber das machen wir im nächsten Part. Ciao.